Hey Leute, was geht ab euch und willkommen hier zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Heute gibt es mal wieder eine Ausgabe von Ich bewerte eure Teams in FIFA Mobile. Ich habe eine neue Liste erstellt, Leute, weil es ist ja einige Zeit vergangen, als die letzte FIFA Mobile Ich bewerte eure Teams Folge bei mir hier online gekommen ist. Ich habe viele Freundesanfragen von euch angenommen, diese Teams werde ich mir angucken und ab der nächsten Folge werde ich das komplett anders machen, Leute, nämlich ihr werdet einfach auf Instagram, weil das ist auch für mich am einfachsten und für euch diejenigen, die mich nicht in der Freundesliste haben oder die mir eine Freundesanfrage schicken wollen und mich aber in FIFA Mobile nicht finden. Und es gibt sehr, sehr viele von euch. Das habe ich auch beim Livestream letztens gesehen, dass halt viele von euch gegen mich zocken wollten, aber mich gar nicht erst gefunden haben, weil es gar nicht funktioniert hat. Deswegen mache ich es ab nächster Folge so, dass ihr einfach jetzt innerhalb der nächsten oder halt immer einfach mich auf Instagram verlinken könnt. Da heiße ich PaxUnited96, wieso heiße ich PaxUnited und nicht PaxTrader? Ganz einfache Sache, ich hatte diesen Namen erstellt und ich werde auch alle Bilder bei mir auf meinem Instagram-Account löschen, außer das aktuellste, das Hertha-Bild mit meinem Hertha-Tagebuch, das werde ich online lassen und dann werde ich demnächst immer wieder mal, das habe ich mir vorgenommen, ein bisschen aktiver auf Instagram zu posten. Hier und da, also ihr könnt auch gerne Vorschläge schreiben, was ich posten kann, unten rein in die Kommentare, was zu FIFA Mobile, Real Life und so weiter und so fort, also da bin ich auch sehr gespannt auf eure Vorschläge. Ich blende euch jetzt hier nochmal meinen Instagram-Account ein, PaxUnited96, das ist auch mein einziger Account, alle anderen Accounts sind nicht meine, das sind Fake-Accounts, also einfach mich drauf verlinken und ganz wichtig auch den Hashtag PaxTrader dazu nehmen und den Hashtag PaxArmy. PaxTrader und PaxArmy, dann sehe ich euer Team und dann kriegen wir das auf jeden Fall hin, Leute. Und dann haben alle die Möglichkeit, hier in eine Folge von Ich bewerte eure Teams reinzukommen. Vielleicht machen wir das auch mal in den Streams, Leute. Apropos Streams, ich werde morgen ab 13 Uhr streamen, also am 14.04. Das ist der Dienstag, ab 13 Uhr ungefähr werde ich den Livestream anhauen, Leute. Wir werden wieder ein bisschen FIFA Mobile zocken. Vielleicht zocke ich gegen euch, vielleicht bewerte ich sogar eure Teams in dem Stream. Und jetzt zur neuen Liste. Ich habe das jetzt so gemacht, ich habe ein breiteres Bewertungsfeld, sage ich mal. Ihr wisst ja, wie das abläuft. Insgesamt könnt ihr bis zu 10 Punkte bekommen. 5 Punkte bekommt ihr. Also ihr könnt bis zu 5 Punkte bekommen, so wie das Team aussieht. Gefallen mir die Spieler, gefallen mir die Spieler nicht. Und das ist natürlich hier meine Bewertung. Wenn ihr euer Team so geil findet, wie es ist, dann ist es so. Aber wenn ich, sage ich mal, euer Team jetzt mit 1 Punkt oder mit 2 Punkten bewerte, heißt nicht, dass euer Team schlecht ist. Sondern ich mag vielleicht hier und da den einen Spieler nicht. Vielleicht habt ihr erst vor ein paar Wochen, vor ein paar Monaten FIFA Mobile gestartet. Deswegen habt ihr nicht so eine hohe Gesamtbewertung. Genau. Und dann gibt es halt noch, wie gesagt, 5 Punkte, bis zu 5 Punkte für die Gesamtbewertung, die ihr habt. Über 120 oder 120 gibt es 5 Punkte. 119 bis 116 gibt es 4 Punkte. 115 bis 111 gibt es 3. 110 bis 107 gibt es 2. 106 und 104, also bis 104 gibt es einen. Und unter 104 gibt es leider keinen zusätzlichen Punkt. Wir starten hier mit dem Jojo. Jojo hat ein 116er Team, spielt in der 3-5-1-1 und so sieht es aus. Mit einem Chicharito, mit einem Marco Reus, hat 10 Ränge insgesamt. Ein Florian Neuhaus finde ich richtig gut. Florian Neuhaus, ich hoffe, der wird in den nächsten Jahren so richtig zum stammdeutschen Nationalspieler. Also wenn er so weitermacht auf dem Niveau, wäre es auf jeden Fall mega. Jadon Sancho als SBC-Spieler. Axel Witzel, Petit als Icon. Petit als Icon sehe ich selten. Aber ich sehe halt auch selten, wo Spieler ZDMs spielen. Und Petit muss ja ins ZDM. Serge Gnabry, Player of the Month, Lenglet, Nacho, Ramos, Donnarumma. Ich finde, das Team macht auf jeden Fall Sinn. Aber Jojo, wieso hast du einen Chicharito da vorne drin? Der ist so der einzige Punkt, wo ich sage, oder der einzige Spieler, wo ich mich so ein bisschen dran störe. Chicharito ist kein schlechter Spieler. Aber wieso denn Chicharito? Da frage ich mich jetzt echt, wieso? Bist du Chicharito-Fan? Bist du Fan von der kleinen Erbse? Wenn du das Video siehst, schreib es mal gerne unten rein in die Kommentare. Allem, du hast 116, bedeutet 4 Punkte gibt es für dich. Und ich gebe dir nochmal, 4 Punkte oben drauf und somit landest du bei 8 von 10 Punkten. Der nächste heißt Harrys, habe ich vorhin erst auch angenommen und hat hier ein 113er Team. 113 bedeutet, du kriegst 3 extra Punkte, was mir schon mal richtig gut gefällt. Du hast einen Niklas Stark als Innenverteidiger, du hast einen Zinedine Zidane, auf den arbeite ich ja auch noch hin. Davis Neuhaus hat er auch mit im Team. Und Sancho, Mbappé, Messi, De Jong, Nacho, Koke, Manuel Neuer. Also der einzige Spieler, wo ich hier sage,
bei diesem Team, der mich nicht so 100%, sage ich mal, abholt, wäre ein Koke. Da gibt's auch sicherlich geilere Rechtsverteidiger, die du da spielen kannst, oder? So aus der spanischen Liga. Carvajal wäre natürlich geiler, finde ich, als einen Koke. Aber Carvajal ist auch ziemlich teuer. Vielleicht, also hier, Koke ist ja von diesem Käse-Event, vom Picknick-Event, vom Picknick-Party-Event. Ja, das wäre der einzige Spieler, wo ich sage, hättest du jetzt hier noch einen anderen, also für 5 Punkte muss man schon ein Team haben, wo ich nichts zu meckern habe. Und hier hatte ich Koke zu meckern, deswegen gibt es 4 Punkte obendrauf und somit landest du bei 7 von 10 Packs-Trader-Punkten. So kann man sie betiteln, Leute. Packs-Trader-Punkte, 7 von 10 bekommst du hier von mir. Der nächste im Bunde ist dann der Timo. Es lädt hier noch. Timo hat einen 114er Team, 190 Chemistry. Chemistry ist sowieso egal, 190 ist top. 114, so, wir gucken uns das Team an. Bedeutet schon mal 3 Punkte für dich. Dann hat er hier, der Kollege, der Timo, hat einen Cannavaro. Finde ich gut. Alaba finde ich auch gut. Akanji, da habe ich jetzt nicht so eine Meinung dafür. Also ich finde Akanji jetzt nicht schlecht. Oder auch, aber halt auch nicht gut. Deswegen Akanji ist okay, dass man den spielt. Dann hat er einen Serge Gnabry, ist geil. Zakaria ist nice. Goretzka ist nice. Angelino ist okay. Rahman ist, ja, ist okay. Dybala, mega nice, sogar 96. Also der Timo hat schon ein bisschen Adidas GMR gespielt. Kai Havertz noch drin und ein Jan Sommer im Kasten. Sieht auf jeden Fall mega aus. Aber ich kann dir dafür auch keine 5 Punkte geben, weil hier, finde ich, bei diesem Team fehlt so das Wow, der Wow-Effekt, wisst ihr? Deswegen gebe ich dir 4 Punkte und somit landest du bei 7 von 10 Packstrader-Punkten. Jawolski. Jetzt habe ich hier noch ein Team, wo wir alle den Mund einfach auflassen und die Sabber so gefühlt rausläuft. Lars hat einen 133er Team, hat 20 Ränge, sogar schlechter als ich. Ich habe 24, ha, Lars. Aber das Team ist, da muss ich nichts zu sagen, Leute. Ne? Da muss ich nichts zu sagen. Wenn er hier keine 10 von 10 verdient, dann weiß ich auch nicht mehr. Also Lars, das ist wirklich absolut ekelhaft. Lars, ekelhaft. Ekelhaft wurde, dieses Wort wurde extra nur für dich erfunden, Lars. 10 von 10. Holy shit, Mann. Ich weiß nicht, wie viel Echtgeld er investiert hat, aber Lars, wahrscheinlich ist das Free-to-Play, ne? Ich habe ja auch kein Echtgeld investiert, Leute. Mein Team ist auch Free-to-Play und das Team von Lars ist sicherlich auch alles freier spielt. Alles so bekommen. Easy, easy peasy, Lars. Also Respekt, 10 von 10. Ich würde meine Cappy nehmen, aber Hashtag Bad Hair Day. Eieieiei. Der Fußball-Nick hat einen 110er-Team und das bedeutet heute das erste Mal 2 zusätzliche Punkte. Und der Fußball-Nick hat einen Robert Lewandowski vorne drin, der schon mal mega nice ist als Totti-Spieler. Dann hat er einen Müller als Oktoberfestspieler. Also die Karte habe ich, glaube ich, noch. Ich habe noch nie gegen den Thomas Müller als Oktoberfestspieler gezockt. Also finde ich mega, dass du da einen Thomas Müller drin hast. Dann hat er auch, der Fußball-Nick, einen Palacios. Ja, dann einen Thiago, einen Witzel, Rashica, Serge Gnabry. Alle anderen Mittelfeldspieler sind top. Elvedi ist okay, Nacho ist gut und Ramos ist top. Und der Keeper, den musst du ganz dringend auswechseln, aus meiner Sicht. Weil ich finde, Limones habe ich noch nie gehört. Ich hätte euch nicht sagen können, dass der hier bei CD Mirandes spielt. Den hast du sicherlich gratis bekommen. Und ja, ich würde an deiner Stelle da einen ekelhaften Courtois reinstellen. Einen ekelhaften De Gea. Oder irgendwie sowas. Das wäre auf jeden Fall besser. Und deswegen gebe ich dir hier 4 Punkte. Und somit landest du bei 6 von 10 Packstrader-Punkten. Jawolski. Und wir machen direkt weiter, Leute, mit dem nächsten Team. Und das kommt vom Konstant9N. Ich habe keine Ahnung, wie viele Teams ich jetzt schon bewertet habe. Aber ich möchte jetzt auch bei den Folgen immer ein bisschen mehr Teams bewerten. Klar, am Anfang habe ich viel rumgeschnackt, aber ich habe auch schon lange nicht "Ich bewerte eure Teams" gemacht. Deswegen musste ich heute mal ein bisschen mehr am Anfang erklären, die neue Liste erklärt, wie man es jetzt ab der nächsten Folge macht. Heute halt nochmal so, ganz genau. 115er Team, Alter, was hat denn der Konstant hier? Der Konstant ist ein Kölner. Der Konstant ist ganz klar ein Kölner. Finde ich aber irgendwie geil. Ein Hernandez als Icon vorne drin, ein Marc Uth als Informspieler, ein Cordoba, ein Rashica, ein Schiri. Dann einen Serge Gnabry, einen Jonas Hector, einen Borneau, einen Cannavaro, einen Jesus Corona als Rechtsverteidiger, Corona im Team, ja moin, und einen Timo Horn im Kasten. Also, so von den Spielern her muss ich ganz klar dir eine niedrige Bewertung geben. Aber ich finde es trotzdem cool, dass du deinen Verein quasi hier in FIFA Mobile spielst. Also zwar nicht komplett, aber
Hier mit Ud, mit Bornau, mit Hector, mit Cordoba und Shiri. Genau. Deswegen gebe ich, also ich gebe dir 3 Punkte für das Team, so an sich. Und die 115er Gesamtbewertung, da kriegst du nochmal 3 extra und somit landest du bei 6 von 10. Und das ist, denke ich mal, ganz in Ordnung, oder? Gewitter JS 103er Team. Und das bedeutet heute leider das erste Mal, dass der Gewitter hier, der Gewitter JS, das erste Mal heute 0 Punkte bekommt. Das tut mir leid, aber es liegt wahrscheinlich daran, dass der Gewitter JS erst vor ein paar Wochen angefangen hat vielleicht. Oder vor ein paar Monaten oder nicht so aktiv spielt. Kann ja auch sein. Aber aktiv meine Videos verfolgt. So ein Ding ist das. Davis als Linksverteidiger. Akanji, Elvedi, Kimmich. Abwehr finde ich in Ordnung. Kimmich, Davis, top. Akanji, Elvedi, in Ordnung. Palacios, Darida, Lewandowski. Wieso Lewandowski im zentralen Mittelfeld? Verkauf den lieber. Also hol dir zuerst einen neuen zentralen Mittelfeldspieler, transferiere den Rang auf Rahman oder auf Eggestein und verkauf Lewandowski, weil du ja Dybala im Sturm hast. Und für die Münzen, die du für den Lewandowski bekommst, kannst du dir einen anderen zentralen Mittelfeldspieler holen und stell deine Formation auch auf 4-3-3 offensiv um, weil du hast einen Darida im zentraloffensiven Mittelfeld und dann holst du dir noch einen anderen zentralen Mittelfeldspieler, beispielsweise einen Florian Neuhaus, und stellst ihn da rein. Und dann ist das Team auf jeden Fall nochmal ein Stückchen besser, weil so ein Lewandowski als Stürmer im zentralen Mittelfeld zu spielen, bin ich jetzt nicht so der Fan von. Eggestein, Dybala mit einem Rang, Dybala sogar schon 97, Rahman und Anthony Lopez im Kasten. Ansonsten ist das Team eigentlich ganz nice. Ich gebe dir dafür 3 Punkte. 3 Punkte und somit landest du auch bei 3 von 10 Packswader-Punkten hier. Und das war auch das letzte Team, was ich hier heute bewertet habe in der heutigen Folge. Wir sehen uns natürlich um 20 Uhr wieder. Die 20 Uhr Folge ist übrigens eine Premierenfolge, Leute. Also da könnt ihr wieder live im Chat mitschreiben mit mir. Ich werde dann auch um 20 Uhr am Start sein und mit euch gemeinsam schreiben, ganz genau. Und dann sehen wir uns natürlich auch morgen wieder um 13 Uhr, werde ich den Livestream anhauen. Aber die Information gibt es nachher auch noch mal. In der 20-Uhr-Folge. Ich bin jetzt hier raus, haut rein und tschüssi.